In Rheinklang gibt es Nebenaufgaben für uns. Also machen wir uns auf die Suche nach einem Instrument und kümmern uns um einen mörderischen Krallenschreiter. Und damit willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Wir sind in Rheinklang, denn in der letzten Folge haben wir die Landgötter neu gestartet und damit so einen riesigen Gefallen getan. Und ich habe gerade gesehen, wir haben hier zwei neue Nebenquests, die ich gerne mitnehmen möchte. Deswegen laufen wir doch direkt erstmal zum ersten Fragezeichen. Das da wäre hier. Guten Tag. Wer bist du und... Warte, den kennen wir doch. Das ist doch der, dem wir mal geholfen haben. Aloy, du hast in den Clanlanden ja mächtig Eindruck hinterlassen. Den Wüstenclan vor sich selbst geschützt. Kommandant Tecote aus dem Versteck gejagt. Den Hain gegen Regala verteidigt. Das war ich nicht allein. So bescheiden, eine wahre Kriegerin. Stimmt etwas nicht? Nein. Ja. Es gibt da dieses Lied. Ich habe es selbst komponiert, aber es ist hoffnungslos. Es klingt einfach nicht, wie es soll. Wie kommst du darauf? Damals in den Clanlanden baute der Himmelsclan Instrumente, die in den Himmel und über die Berge schalten. Mit Langbeinhälsen wurde ein metallischer Klang erzeugt. So wurde zwischen Dörfern kommuniziert. Dieser Klang und der Klang der Utaru würden zusammen eine nie gehörte Melodie ergeben. Aber ich werde so bald wohl keine Langbeine jagen. Versuch's doch. Erst nochmal beim Metallweber. Vielleicht hat der was Neues für dich. Ja. Dieses Lied bedeutet ihm viel, nicht wahr? Oh ja. Und deshalb hole ich ihm dieses Maschinenteil. Als Überraschung. Die Utaru sagen, das sind die besten Geschenke. Gibt es hier denn Langbeine? Zufällig treibt sich gerade eins bei den Dörfern im Südwesten herum. Du würdest ganz Rheinklang einen Gefallen tun, wenn du es erledigst. Interessiert? Vielleicht. Natürlich! Seit wann machen Tenakte überhaupt Geschenke? Als ich hierher kam, waren manche Tage für mich schwieriger als andere. Aber schließlich habe ich mich eingelebt und ich möchte gern, dass Cory das auch gelingt. Zum Glück hat er dich. Erzähl mir mehr über das Langbein. Ein scheußliches Exemplar. Sieht ungewöhnlich aus. Verdorben, wie die Gegend hier früher war. Es schützt eine Gruppe von Maschinen, die einen Außenposten im Südwesten überrannt haben. Sein Schrei ist leicht zu verfolgen. Doch wenn es uns entdeckt, ruft es schneller Verstärkung, als du zielen kannst. Wenn man aber alle Maschinen vernichtet, hat Rheinklang ein Problem weniger und Cory kann seine Melodie spielen. Alle gewinnen. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche. Das sollten wir tun. Wenn ich dorthin komme, helfe ich dir gern. Ich danke dir. Ich werde im Südwesten nach einer Spur suchen. Kinder. Die Musik im Metall. So, ich mag Musik. Also machen wir die Quest. Ganz einfach. Und so wahnsinnig weit weg ist es ja auch nicht. Siehst du wohl. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal eine Runde hier runter. Und dann laufen wir schnurstracks, hoffentlich, in Richtung Quest. Ja, doch, so weit ist das nicht. Da können wir uns die Schnellreise ja auch mal sparen zur Abwechslung und auch einfach mal wieder hier, ja, die Schönheit des Spiels genießen. Denn die haut mich tatsächlich immer noch regelmäßig so ein kleines bisschen vom Hocker. Ja, es sieht halt einfach wirklich gut aus. So richtig gut. So. Und gleich sind wir auch schon da. Sehr angenehm. So, hüpf und hüpf. Hallo, kleiner süßer Fuchs. Okay, und schon höre ich irgendwie Kampfmusik. Oder? Ja. Oh, warte. Ich habe noch eine andere Waffe ausgerüstet. Ich wollte aber eigentlich... Beenden wir das schnell. Aloy, wie schön, dass du da bist. Ich dachte, ich helfe dir mal. Ja, aber wirklich.
wäre vielleicht angebracht zu helfen. So. Das war ja mal volle Kanne daneben. Entschuldigen Sie. Sehr schön. So. Immerhin. Das ging gut. Die haben wir zerschnetzelt. Liebevoll. Liebevoll zerschnetzelt natürlich nur. So. Und dann können wir hier einmal mit unserem Jax reden. Alles okay? Das war kein Moment zu früh, Jägerin. Ich dachte, ich hätte den Schreien des Langbeins gehört. Ich bin schnell hierher, aber dann wurde ich von diesen Maschinen überrascht. Da ist es wieder. Finden wir es. Okay, finden wir es. Folge dem Schrei des Langbeins. Liebend gerne. Liebend gerne. Die Frage ist, wo uns das hinführen mag. Klingt, als sei das Langbein oben auf der Klippe. Aha. Welch Glück, dass dort eine Leiter ist. Oh, wir müssen wohl klettern. Oh nein. Das wird kein Problem sein. So. Das ist wie in meiner ersten Zeit als Veteran. Ich war ständig unterwegs. Auf der Jagd. So weit weg von Reinklang wie möglich. Und dann? Meine Otaru-Schüler wurden zu Kämpfern, ebenso fähig wie jeder Tenakt. Ich war nützlich, gehörte dazu. Reinklang wurde mein Zuhause. Cory wird auch noch seinen Platz finden. Hoffentlich. Bestimmt wird er das. Ganz bestimmt wird er das. Ich wünsche es ihm zumindest. Jeder hat doch einen Platz verdient, an dem er sich wohlfühlen kann. Der Ruf dieses Langbeins klingt irgendwie lustig. Das Langbein scheint Gesellschaft zu haben. Und die gefallene Otaru. Bringen wir es lieber zum Schweigen, bevor es Verstärkung ruft. Mhm. Okay, da ist das Langbein. Mit Säure wird das hier ewig dauern. Ja, wir haben ja auch keine Säure ausgerüstet. Okay. Sagt mir die Quest? Erledige die Maschinen. Okay. Das heißt, wir sollten das Langbein schnell erledigen, natürlich. Kleiner Fuchs, lauf weg! So, erstmal Kiste looten. Wo ist das Langbein hin? Oh, wir wurden halbwegs gesehen. Oh nein. Da hinten stolziert das Langbein entlang. Okay. Nein, 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 nein. Da dreht der sich einfach genau in dem Moment um. Was nicht stimmt. Ja, nicht mehr lange. Guck, jetzt wissen sie es nicht mehr. Traumhaft. Kleiner, drehst du dich wieder um? Bevor das Langbein kommt? Ja. Danke für nichts, glaube ich. So. La 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 la. So, stiller Schlag. Das war ja sehr erfolgreich. Das war ja super erfolgreich. Okay, das Langbein hat uns gesehen. Na gut. Dann müssen wir es wohl doch erledigen. Also. Okay, das ist super. Das sind zum Glück auch nur ein paar kleine Maschinen. Ich will irgendeine Falle haben. Hier ist eine Falle. Säure ist zwar nicht effektiv, aber es ist immer noch eine Falle. Durch die es nicht durchläuft, weil es sieht die Falle. Ich hasse es. So.
Ich bin ausgewichen. Auch wenn man es vielleicht nicht gesehen hat, aber ich bin es. So, Langbein weg. So, du kannst dein Nebel so viel machen, wie du willst. Der letzte Schuss. Ja, entspann dich, Junge. Ne, ich komm gleich. Aua. Ich muss hier nur vielleicht erstmal selbst meinen kleinen Hintern retten. Meinen kleinen vergifteten Hintern. So. Einmal da hoch. Vielleicht bringt uns das ja was. Vielleicht auch nicht. Ich durchbohre dich. Jetzt kannst du nachladen. So, komm ran, Maschine. Ein sehr guter Treffer. Ich danke herzlich. Welch liebliches Kompliment. So, da will ich einmal drauf schießen. Nochmal sogar durch die Abdeckung durch. Gewusst wie, behaupte ich. So. Du bist nicht weg. Du bist weg. Okay. So. Vielen Dank, Aloy. Ohne dich hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Könntest du das Teil für mich zu Corey bringen? Ich möchte noch die Samen der gefallenen Dorfbewohner angemessen begraben. Bist du sicher? Sag Corey, dass ich der Erste sein will, der sein neues Lied zu hören kriegt. Na gut. Die Bitte können wir ihm ja auf gar keinen Fall abschlagen. Und dann können wir auch gleich einmal eine Runde runterfliegen, würde ich sagen. Da hinten läuft ein Langhals. Gott, ich finde das immer noch so unfassbar cool, wie unfassbar weit man gucken kann. Die Berge, die Dörfer und dass man halt aber auch wirklich sieht, dass da, ne, wenn man da hinten halt eben zum Beispiel den Langhals rumlaufen sieht, die Details sind's und ich feiere das wirklich unglaublich doll. Und das Licht. Aber das brauche ich ja auch nicht zu erwähnen, das tue ich ohnehin so ziemlich jede Folge. So. Schnell zurück nach Rheinklang. Und wir entdecken noch ein Stürmerareal. Ist das schön. So, bist du da? Ich bin in Rheinklang und es ist fantastisch. Wie du gesagt hast, die Felder blühen wieder. Oh, stimmt! Und wir verdanken es dir. Das ging schnell. Wärst du nicht gekommen, würden die Utaro noch hungern und von Maschinen bedroht werden. Oh, ist das schön. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Ja, erst Rheinklang und dann die Welt. Ja, das finde ich ist gut. Das sieht doch wirklich einfach nur schön aus hier. Und vor allem, die Verderbnis ist weg. Oder so gut wie weg. Aber hier war ja alles verderbt und jetzt ist es einfach wunderschön. Und es regnet, was in dem Fall, glaube ich, auch wunderschön ist, weil Regen hilft ja schließlich auch dabei, dass Pflanzen gedeihen. Also, alles wunderbar. Außerdem mag ich freundliche Maschinen und das sind sie ja. Das sind sogar sehr freundliche Maschinen. Wo ist jetzt eigentlich ein Eingang? Da ist ein Eingang. Sehr gut. Gesundheit. Bei den Utaro wirst du immer Schutz finden, Aloy. Dankeschön. Die sind so nett. Die sind so nett. Ich finde es schön, dass man in ihrer Stadt so klettern kann. Das ist sehr praktisch. Corey. Aloy? Ich dachte, du wärst schon weg. Ja,
Das wollte ich eigentlich. Aber dieser Langbeinhals ist auf Reisen allein doch irgendwie lästig. Du hast? Jax hat. Der alte Mann. Kann immer noch hervorragend hören. So, lass hören. Ich brauche deine Hilfe. Aloy, kannst du das zur Werkbank bringen, bitte? Du musst nicht viel machen, versprochen. Natürlich können wir das. Und natürlich machen wir das. Am Instrument kannst du ein... So, Questobjekte herstellen. So. Das Teil passt genau hinein. Ich glaube, es ist fertig. Das klingt gar nicht mal doof. Schön. Wahrlich, ein Lied zweier Stämme. Vielen Dank, Aloy. Ich stehe erneut in deiner Schuld. Das Lied zu hören, war Lohn genug. Mag sein, aber nimm wenigstens das hier an. Du hast es verdient. Mögen dir die Flügel der Zehn Mut geben. Ich danke dir absolut vielmals. Und ich finde es so schön, dass hier in Rheinklang wirklich viel mit Musik gemacht wird. Also die Quests haben halt auch oft was mit Musik zu tun. So zum Beispiel die Landgötter, bei deren Neustart gab es Musik. Der Chor, gut, heißt wahrscheinlich nicht umsonst Chor, logischerweise. Aber auch da war Musik im Spiel. Jetzt eben wieder Musik. Ich finde das so schön. Aber klar, es heißt ja auch nicht umsonst Rheinklang. Kleidung zum Schutz. Ist das schön. Rheinklang ist, glaube ich, auch so ein Ort, da würde ich mich als Aloy niederlassen. Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Sie war mal freundlicher, doch Trauer nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Trauer? So und du brachten uns die Landgötter zurück. Doch die Probleme aus unserer Zeit der Not bleiben. Als die Ernte ausblieb, schickten wir Jäger ins Altholz, den Wald im Norden, um Fleisch zu holen. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Ich hab dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja, verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaro denken, dass wir über der Politik stehen, aber das ist falsch. Ich bin oft nicht einig mit Fane, doch ich muss häufig mit ihm zusammenarbeiten. Also wolltest du ihn nicht verärgern? Jedenfalls nicht so öffentlich, nein. Nachdem du seine Verbündete Kel entlarvt hast, wird aber die Kraft seiner Stimme wohl etwas nachlassen. Und deine wird vielleicht lauter? Wir werden sehen. Schaden würde es wahrscheinlich nicht. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer, Wenn, überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut, wenn sie sich aus dem Wald wagt, ist niemand mehr sicher. Eine Sache noch. Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche, von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis.
Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Werden wir sein. Und selbstverständlich machen wir das. So, Altholz auf Süßstufe 15. Okay, das wird also nicht allzu schwierig werden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Aber das ist auch ganz egal. Die Quest möchte ich halt trotzdem gerne mitnehmen. Der Jagdgesellschaft. Oh, gut, dass hier gerade keiner liegt, sondern nur hier zwischen uns. Und süß, die zwei Kuscheln. Niedlich. Okay, da. Wenn? Sie kniet sich erstmal in den anderen rein. Du bist hinter dem Monster her? Ich versuche es. Kann ich dir ein paar Fragen zu ihm stellen? Ich sag dir, was ich weiß. Was ist passiert? Erzähl mir alles. Wir waren zu fünft. Auf der Jagd nach Wildschweinen für den Stamm. Genau wie schon einige Dutzend Male zuvor. Maschinen kamen uns in die Quere. Wie immer, wenn wir im Altholz sind. Und wie immer haben wir sie beseitigt. Doch diesmal, als wir fertig waren, hörten wir ein Brüllen. Hey, ruhig. Von den Bäumen kam ein Blitz aus Klauen und Schweif. Er schlug direkt durch Cole und Ree und Zan und griff mich an, traf meine Schulter. Da war Blut. Dann traf sie einen Pfeil in den Hals. Mein Freund Lau hat sie abgelenkt. Er rief und schrie, dann griff sie ihn an. Er verschwand in den Bäumen und sie verfolgte ihn. Zuletzt hörte ich ihn schreien, dass ich rennen soll. Also tat ich das. Ich war schon fast in Reinklang, als ich merkte, was ich getan habe. Ich ließ Lau sterben. Kannst du mir irgendetwas über die Maschine sagen, das mir helfen kann? Sie sah wie ein Krallenschreiter aus, aber sie war stärker. Viel stärker. Sonst noch was? Der Panzer war dunkler und leuchtete seltsam lila. Danke. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ach Mensch, der Arme hat auch ein Trauma fürs Leben davongetragen. Ich muss jetzt weiter. Dagegen willst du nicht kämpfen? Glaub mir. Ich weiß, was ich tue. Wenn genau. Das stimmt, dann reiß sie bitte in Stücke. Lau ist tot. Mein bester Freund. Das weiß er nicht mit Sicherheit. Wir haben das doch besprochen. Der Boden erblühe und ich hoffe inständig, dass wir vielleicht noch eine kleine Überraschung erleben. Und was ist das denn? Oh, wie süß. Eine... Ich weiß nicht, ist das ein Spielzeug? Auf jeden Fall ein Bildnis von einem Langhals. Geflochten. Oh, ist das süß. Sehr süß. Okay. Wir machen uns auf die Suche nach der Maschine. Nach der bösen Maschine. Und ich liebe diesen Gleiter. Das ist, es ist sehr angenehm mit dem, zu gleiten. Man muss nicht immer laufen. Irgendwelche Wege nehmen. Oh, hey, ein Fisch. Ich wünschte, ich könnte den einfach hier rausziehen. So, flupp, Fisch rausgezogen. Ach, und ich finde das so schön hier. Also, vor allem jetzt, wo die Felder wieder blühen. Das ist schon sehr hübsch. Und wie das klingt, begib dich zum Altholz. Ja, sammeln wir mal ein bisschen altes Holz. Und nebenbei noch so einen komischen Krallenschreiter. Was soll schon schief gehen? Außer jede Menge. So, okay, aber wir sind so gut wie da. Shale sagte, dass die Jäger hier angegriffen wurden. Okay, wir sind da. Ort, um nach den Samentaschen der Jäger zu suchen. Okay. Da sehe ich schon Maschinen blau aufleuchten. Hephaestus war wohl damit beschäftigt, Jägerkiller zu bauen. Auf der Lichtung ist ein toter Utari. Das muss einer der Jäger sein. Ich muss die Maschinen erledigen, bevor ich die Samentasche holen kann.
Okay, wir erledigen natürlich wie immer zuerst die Maschinen. Was soll da schon passieren? Kleiner, kommst du hoch oder? Hallo? Kleiner? Oh, das hat noch funktioniert. Das war leider jetzt nicht erfolgreich. Und warum sind hier immer überall Füchse? So, erstmal hier kritischer Schlag. Weg. Fehlen noch die hier, aber da das hier eine Stufe 15 Quest ist, dürfe uns das nicht allzu viele Nerven kosten, sage ich mal. Was ich sehr gut finde. So, wunderbar. Das heißt, die haben okay. Wir. Ich muss die Samentasche des Jägers einsammeln. Machen wir. Wissen wir, wer das ist? Die Tasche, aber wo sind die anderen Jäger? Und der Krallenschreiter, der sie angegriffen hat? Okay. Ich sollte mit dem Fokus nach Spuren suchen. Wir wissen nicht, wer das ist. Na gut. Dann suchen wir einmal nach Spuren mit dem Fokus. Warte. Wir hören noch mal kurz auf, nach Spuren zu suchen mit dem Fokus und durchsuchen hier noch mal das. Mein Rucksack ist voll. Da. Krallenschreiterspuren. Sie sind wohl den anderen Jägern tief in den Wald gefolgt. Dann folgen wir jetzt wiederum den Krallenschreiterspuren. Noch ein Jäger. Der Krallenschreiter hat sie wohl gefunden. Ach Mensch. Okay, hab die Samentasche. Ich folge besser weiter den Krallenschreiterspuren. Okay, sind die noch aktiv oder muss ich wieder... Nee, okay, Spur markieren. Dann eilen wir einmal weiter. Zwei... Wo? Ach, da! Ich sollte mir die Samentasche holen. Okay, theoretisch fehlt nur noch einer. Der Krallenschreiter hat ihn erledigt. Zumindest habe ich jetzt seine Samentasche. Ich muss diese Maschine aufhalten. Ich sollte nach Spuren scannen. Ich hoffe ja noch, dass der Letzte irgendwie doch überlebt hat. Der den weggelockt hat. Irgendwie hoffe ich das. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv. Drei Jäger. Aber... Sollte noch einer da sein. Vielleicht hat das geschafft. Irgendwie. Welche Überreste? Baumharz. Das ist eher nicht vom Krallenschreiter. Vielleicht von einer Waffe? Noch haben wir keine vierte Leiche gefunden. Sieht aus, als sei der Krallenschreiter den Felsen hoch. Eine Verfolgungsjagd mit Lau. Der Fels ist mit Furchen übersät. Die Maschine hat sich wohl festgekrallt. Sieht so aus. So. Einfach nur simpel hochklettern ist wohl nicht. Aloy? Wollen wir da lang? Ich weiß nicht, ob wir da lang wollen. Na gut, wir tun's einfach mal. Offensichtlich wollen wir. Na gut. Mehr Überreste. Ein weiterer Tag liegt hinter mir. Hier ist wohl eine Kralle stecken geblieben. Mhm. Hat sie aufgehalten. Und der Jäger rannte weiter. Aha. Wir haben immer noch nicht seine Leiche gefunden. Möchte ich anmerken. Meine Hoffnung steigt, dass er es überlebt hat. Irgendwie. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ich wünsche mir das so sehr. Aber ich bin halt auch... Ich liebe Happy Ends. Und diesen Himmel. Da ist der Krallenschreiter. Glaube ich. Hier enden die Krallenschreiterspuren. Vom letzten Jäger ebenfalls nicht zu sehen. Aha. Aber ich wette, ich weiß, warum diese Maschinen vor dem Spalt in der Klippe stehen. Ich sollte sie zuerst erledigen. Siehste?
Vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren. So. Ich sollte mit Frostmunition schießen. Ja, haben wir nicht. Oder? Nee, wir haben keine Frostmunition. Wir nehmen die normale. Das wird schon klappen. Hoppala. Habe ich dich erwischt? Ja, nanü. Armes kleines Vögelchen. Armes kleines Vögelchen. Genau, komm mal gucken. Komm mal gucken, was ich da gemacht habe. Alleine bitte. Na gut. So, Nummer 2. Wo ist Nummer 3? Ich höre Nummer 3 hier. Ich höre Nummer 3 jetzt hier. So, wo ist denn der? Hä? Ah, da! Sagen Sie mal bitte. Gott, selbst mit Dingenskirchen ist der noch schnell. Ja, das. Fliegeviech, sitz. Dankeschön. Sehr freundlich. Absolut unfreundlich. Da. Wie? Ist der mir ausgewichen, der Frechdachs? Ich glaube, es hackt. So. Maschinen interessierten sich für den Riss im Felsen. Sollte ich mir ansehen. Aber wirklich. Es scheint Valao recht einfallsreich. So, okay. Jetzt haben wir hier erstmal alles in näherer Umgebung gelootet. Und dann gucken wir uns doch hier mal den Fels an. Den Felsspalt. Begutachten. Oh, er lebt! Sie sind weg. Eine Rettung war nicht zu erwarten. Danke, Fremde. Ich suche den Krallenschreiter. Wo ist er hin? Du jagst ihn? Hab schon größere bekämpft. Wer bist du? Bleib hier. Ich werde versuchen, seine Spur zu finden. Ich sag Bescheid, wenn... Lass mich das übernehmen. Ich sag doch, der lebt noch. Nee. Mit Betonung auf noch. Bleib zurück und warte, bis ich schieße. Pass auf die Krallen. Dieser Jägerkiller bedeutet Ärger. Okay, erledige den Krallenschreiter. Gerne. Ich gebe dir Deckung. So. Mehr als die Hälfte haben wir schon mal weg. Das ist ganz wundervoll. So. Guter Treffer. So, ich habe keine Munition. Das ist absolut nicht wundervoll, aber dagegen kann man ja immerhin was tun. Au. Was war das denn? So. Das war auf jeden Fall der Krallenschreiter. Ja, geschafft! Ja, siehste, das ging doch erstaunlich gut. Du bist Lao, oder? Ben denkt, er hat dich sterben lassen. Er hat's geschafft. Ich war besorgt um ihn. Du hast ihn gerettet, indem du den Krallenschreiter weggelockt hast. Und er mich, indem er dich geschickt hat. Also sind wir quitt. Ich freue mich auf sein Gesicht, wenn er erfährt, dass ich noch lebe. Geh ruhig zurück. Und danke für die Hilfe. Das Verlangsamen hat geholfen. Hier bitte, nimm das. Ich kann für mich noch eine herstellen. Aber hoffentlich nicht nach dem hier. Vorerst nicht. Ich will das Gesicht von dem anderen aber auch sehen. Ich will das Wiedersehen erleben. Ich darf das Wiedersehen erleben. Ich muss Shael die Samentaschen zurückbringen. Juhu!
Also ich hoffe, ich darf das Wiedersehen miterleben und nicht nur die Samentasche zurückbringen und der Rest ist dann Geschichte. Das wäre doof. Aber wir werden es sehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel sagt, so, nee, die schöne Szene, nee, die kriegst du nicht. Die darfst du nicht sehen. Die ist zu schön, zu harmonisch. Nein, glaube ich nicht. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist Horizon dann doch nicht böse genug. Zum Glück. Möchte ich anmerken. Zum Glück. So, gleich sind wir wieder da. Vorausgesetzt, wir finden den Eingang. Denn ich komme natürlich nicht von einer der Seiten, die einen Eingang haben, weil warum auch? Aber das macht nichts. Hallo, liebes Maschinchen. Ach, ist das schön, dass es hier so grün ist. Das freut mich voll irgendwie. Guck mal, für uns wächst hier auch was. Hallo. Selber hallo. Hey. Die Ernte steht bevor, Aloy. Juhu. Sind wir mit Fülle gesegnet. Ach, ist das schön. Ich liebe es, wenn Dinge gut ausgehen. Ich liebe, 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 liebe es. So. Schnell hierhin zurück. So, ist er schon da? Oh, er ist weg. Na gut. Der Kollege ist weg. Das bedeutet eventuell ja wirklich, dass wir Glück haben könnten und das Wiedersehen miterleben dürfen. Da ist Jael. Ich sollte ihr die Samentaschen geben, die ich aus dem Altholz gerettet habe. Das sollten wir tun. Aloy, Lao ist dank dir wieder zurück bei uns. Hier, die Samentaschen. Ich sorge dafür, dass ihre Familien sie zur Pflanzung bekommen und zur Erinnerung. Lao und Wen würden dir bestimmt gern selbst danken. Du findest sie im Hain. Es war mir eine Ehre, Aloy. Möge das Land gut zu dir sein. Man sagt, sie sei in vielen herzlichen Dank. Aber... aber wir dürfen es nicht miterleben, das Wiedersehen. Zumindest nicht die Überraschung. So, und wo sind die beiden jetzt? Die sind im Hain. Er ist keiner von beiden, aber er hat uns trotzdem was zu sagen. Bree. Aloy. Willkommen im Garten. Wie geht es dir, Bree? Hast du hier die Samen deiner Frau gepflanzt? Genau. Sie gehören jetzt zu Rheinklang. Wo sie wachsen und erblühen können. Sie fehlt mir. Aber ich kämpfe weiter um Veränderungen, wie sie es getan hätte. Dass ihr wirklich so etwas Furchtbares zustoßen konnte. Das hat sie nicht verdient. Aber zumindest erinnert mich das hier an sie. Mein herzliches Beileid. Auch wenn wir Rheinklang einst verlassen, weiß ich, dass ihre Samen Teil unseres Kreislaufs waren. Und alles dank dir, Aloy. Mögest du immer durch volle Felder wandern. Ach, die sind alle so lieb hier. So, die Frage ist, wo sind jetzt die anderen beiden? Mit denen würde ich gerne sprechen. Also, Preisfrage, wo ist der Hain? Der Natur verwoben im perfekten Wagen. Wirklich? Wo? Da? Weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal. Fallen mit Stil. Ja, aber wirklich. Vor allem Fallen ohne Tod. Okay, hier sehe ich soweit nichts. Und niemanden. Ich muss aber auch gestehen, ich habe keine Ahnung davon, wer hier wo, wer wie, wann wo ist. Oder auch was hier wo ist. Also der Hain, keine Ahnung, wo das sein soll.
Und eigentlich hat man ja hier so die weißen Ausrufezeichen ganz gut gesehen. Also sprich die Gespräche. Und bisher habe ich hier nichts weiteres gesehen. Insofern fürchte ich, dass wir das so schnell nicht finden, sondern wahrscheinlich irgendwann eher zufällig. Und deshalb würde ich dann doch sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle, es sei denn, es sind die beiden da vorne. Lao und Wen. Ja, siehste. Wieder vereint nach dem Altholz. Na gut, dann können wir uns natürlich das doch noch anhören, hier das Gespräch. Da ist sie, die Jägerin, die mich gerettet hat. Zum Glück hat sie das. Hätte dich nicht allein lassen sollen. Genug davon. Wenn du geblieben wärst, wärst du tot und das wäre sinnlos. Er hat recht. Der Krallenscheiter war mörderisch. Danke, Fremde. Du hast uns gerettet. Ich hätte niemals mit der Schuld leben können. Und was kommt jetzt? Ein Donnerkiefer? Ein Sturmvogel? Eher ein Nickerchen. Dann schlaf gut. Du verdienst es. Und wie? Guck mal, ein kurzes Gespräch, aber das freut dich doch noch sehen, dass die beiden hier wieder zusammen sind. Ach, ist das schön. Und jetzt können wir die Folge doch guten Gewissens und mit einer sehr schönen Aussicht beenden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.